So, liebe Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil des von Grid, der Grid World Series, und wir sind dran mit dem Hokutama Agron Hill Climb F1000. Los geht's. Ein Sprint ist es. Das heißt nur, wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht eine Runde, sondern wir haben nur wir haben keine Zeit, um irgendwas groß zu verkacken. Wir müssen da irgendwie nach vorne. Also dann, Chris, diesmal ist es ein Positionsrennen. Was meinst du als Co-Moderatorin dieser packenden Grid World Series und Expertin für alles, was Motorsport betrifft? Womit sollten wir hier rechnen? Ich liebe ja diese Punkt-zu-Punkt-Rennen, Alex. Oft finden sie ja in der Stadt oder auf dem Land statt, wo man eine richtig schöne Straße hat. So etwas ist unvergleichlich. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. Ja, auf geht's. Wir stehen auf 14 und müssen uns irgendwie nach vorne begeben. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wir müssen den Teamkollegen auf jeden Fall. Den Teamkollegen auf jeden Fall kann man nicht nach vorne tragen. Das müssen wir müssen unser eigenes Rennen versuchen zu fahren. Das wird schwer genug werden. Boah, ich komme aber nicht da vorbei. Ne? Der macht mir so die Lücken wieder zu. Zumindest mal auf 12. Leider ist er nicht viel Platz am Innen. Dann fahren wir halt versuchen, irgendwas halt außen vorbeizukommen. Sind sie aber eine ganz schön in den Mangel. Ja. Ich glaube, da sind wir schon. Die Führung, die Spitze, die sehen wir schon. So, jetzt sind wir Sechster, den nächsten haben wir kassiert. So, jetzt haben wir wieder mal noch zwei Leute mehr kassiert. Also, wir arbeiten uns jetzt straight nach vorne und wir haben noch guten Drittel, zwei Drittel des Rennens durch vor uns. Erstmal wichtig ist, dass es nach vorne gehen muss. Weil hier verzeiht keinen Fehler, ja. Ich habe gar nichts getan. Du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ich bin kilometerweit vorbeigefahren und der du hast das Auto gerammt. So, und jetzt gehen wir in Führung. Zack. Jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, der ist bestimmt sauer, weil ich den überholt habe oder so. Ja, ist mir scheißegal. Hilft aber. Solange ich hinter dem einen festhänge, ist mir das jetzt nicht egal, so kann ich mich nicht schön absetzen. Weil natürlich möchte ich das Rennen hier gewinnen. Scheiße, okay, die habe ich hier. Och, Glück gehabt. Da mussten sie schön bremsen. Konnte ich mich da vorsetzen, dann mussten sie bremsen. So, jetzt habe ich den einen natürlich an der Wacke hier kleben. Jetzt auf jeden Fall auf mich abgesehen, der will mich dran. Der will mich gerade ein bisschen näher gegangen, will mich abschießen. Der ist nämlich sauber, ich ihn angeblich berührt habe, habe ich aber auch nicht. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo die Meldung kam, ich hätte ihn berührt. Vorher bestimmt mal irgendwie. So, wir haben gleich 85% und der klebt uns immer noch an der Backe, der Typ.
Jetzt habe ich ihn zumindest aus dem Sucher raus. Ja, sag ja, der will uns überholen. Ne? Jetzt greife ich ihn wieder innen an. So ein hartes Finish hatte ich lange nicht. Jetzt muss es nur geradeaus gehen. Jetzt habe ich zumindest die Chance, das Ding hier noch nach Hause zu fahren. Keine Berührung mit dem anderen Hammers-Ding. Yes! Was für ein Rennen. Dann habe ich nochmal in der letzten vorletzten Kurve schön nochmal einen mitgegeben und mit überholt. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Hat aber gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Das war eine gute Sekunde nur. Der Teamkollege ist ziemlich gut abgestürzt. Er ist irgendwo komplett wenn er liefen. Ja, dann haben wir's. Das hat er gut gemacht, der Xiang Gao, wie der heißt, der hat es da echt gut nochmal hochgejagt. Aber wir haben es können uns durchsetzen und sind dann quasi fast durch mit dem nächsten, mit der Karriere, liebe Leute. Wir haben nicht mehr allzu viel zu fahren. Es sind insgesamt nur 5 Rennen und dann sind wir hier mit dieser Serie durch. Und ja, den gleichen Scheiß ist wahrscheinlich auch noch bei der nächsten Dings davor. Also wir haben noch ein bisschen zu tun. Wir haben auch noch die Season 1, Season 2, Season 3. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Liebe Leute, wir sind bestimmt irgendwo am Ende mit 300 Folgen oder so. Aber mal gucken, was am Ende rauskommt. Ja, jedenfalls haben wir ein bisschen was zu tun. Und hoffentlich können wir so mal wieder neue Autos kaufen. Wir schwimmen nämlich richtig ein Geld. Wir haben ja mal irgendwie 18 Millionen oder so mittlerweile auf dem Konto. Dementsprechend können wir uns eh alle Autos leisten. Und durch den VIP-Pass kriegen wir immer noch ein bisschen mehr Kohle. Gut, dann sind wir jetzt durch und wir sehen uns morgen wieder. Dann um 14 Uhr, wie immer, mit dem nächsten Teil Okutama Grand Hit Club. Oh, da geht's hier weiter mit der Nissan Silvia. Jawohl, ja. Mit Mona Lisa. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.